Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Oh, ein kleiner Hund. Ich glaube, er hat sich verlaufen. Der Kleine ruft nach Hilfe. Aus der blauen Garage fährt ein Polizeiauto raus. Er wird dem kleinen Hund helfen, sein Zuhause zu finden. Los, Kleiner, spring rauf! Das Polizeiauto und der Kleine gehen die Hundehütte suchen. Sieht das wie eine Hundehütte aus? Nein, das sind die Garagen der Helferautos. Oh, der Bagger ist bei der Arbeit. Bagger, weißt du vielleicht, wo wir die Hundehütte unseres kleinen Freundes finden? Ihr müsst in diese Richtung, sagt der Bagger und zeigt mit seiner Schaufel nach rechts. Das ist ein Feuerwehrauto. Hallo. Feuerwehrauto. Der kleine Hund hat sich verlaufen. Wir suchen seine Hundehütte. Du weißt nicht zufällig, wo sie ist, oder? Da drüben, sagt das Feuerwehrauto. Dankeschön. Gehen wir. Das Polizeiauto und der kleine Hund sind zur Baustelle gekommen. Das sind aber schöne Farben. Kleiner, stopp! Komm da sofort raus! Jetzt ist der kleine rosa. So ein Frechdachs. Wo willst du denn hin? Stopp! Auf einer Baustelle muss man vorsichtig sein. Nein! Jetzt ist der kleine Hund gelb. Was sollen wir nur mit dir machen? Lasst uns den Wasserwagen rufen. Im Tank des Wasserwagens befindet sich sauberes Wasser. Der Wasserwagen wird den kleinen Hund abspritzen, damit er wieder sauber wird. Komm her, Kleiner. Wir müssen dich abspritzen. Na komm schon, wir müssen die Farbe abwaschen. Zuerst spritzen wir das Polizeiauto ab.
und dann den kleinen Hund. Prima, jetzt sind beide wieder sauber. Dankeschön, Wasserwagen. Da ist ja die Hundehütte des Kleinen. Juhu! Das Polizeiauto hat dem Kleinen geholfen, sein Zuhause zu finden. Vielen Dank, Helferautos. Unsere Freunde, die Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern, sie helfen uns viel mit. Helferautos. Die kleinen Autos und das Hündchen spielen Ball. Hui, das Auto hat einen Purzelbaum geschlagen. Das rote Auto hat den Ball gefangen. Was ist das? Schau mal, im Wasser ist eine Flasche. In der Flasche ist etwas. Eine Karte. Wir ziehen den Korken raus und holen die Karte raus. Schaut, neben dem Baum ist ein rotes Kreuz. Da muss eine Überraschung versteckt sein. Gehen wir sie suchen. Da ist der Baum. Auf der Baumkrone ist eine grüne Schachtel. Und wie kommen wir daran? Das Hündchen kann nicht hoch genug springen. Das gelbe Auto auch nicht. Keine Chance. Da sind die Garagen der Helferautos. Der Bagger, der Kranwagen und der Scherenlift fahren aus ihren Garagen raus. Die Fahrzeuge machen sich auf den Weg, um zu helfen. Der Scherenlift fährt zum Baum. Das Hündchen springt auf die Plattform. Der Lift befördert es nach oben. Prima! Jetzt können wir die grüne Schachtel aufmachen. Ich bin gespannt, was drin ist. Oh, noch eine Karte. Ich frage mich, was die blauen Dreiecke bedeuten könnten. Ja klar! Die Dreiecke stehen für die Haufen aus alten Teilen auf dem Schrottplatz. Autos, seht ihr den grünen Würfel? Das ist der nächste Hinweis. Das Hündchen kann den Würfel nicht runterholen. Kranwagen, kannst du uns bitte helfen? Der Kranwagen fährt seinen Ausleger aus. Er nimmt den Würfel und hebt ihn runter. Und wo ist die Karte mit dem nächsten Hinweis? Da ist sie! Das rote Kreuz ist neben einem orangefarbenen Rechteck. Gehen wir es suchen. Hier ist eine rechteckige Grube. Und hier ist ein Kreuz. Da müssen wir also graben. Das Hündchen versucht es, aber es klappt nicht. Bagger, kannst du uns bitte helfen? Hier musst du graben.
Für den Bagger ist das eine Leichtigkeit. Er hat eine große Schaufel. Schau mal, wie viel Erde da reinpasst. Was ist da? Die Überraschung? Das ist eine Schatztruhe. Und was ist drin? Bunte Aufkleber für die Autos. Jetzt sehen die kleinen Autos wie Rennautos aus. Auf die Plätze. Fertig. Los. Die Helferautos fahren wieder in ihre Garagen. Jetzt können sie sich ausruhen. Morgen warten sicher wieder neue Einsätze auf sie. Die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren uns wie Brumm, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Aus den Garagen der Helferautos fahren große Baustellenfahrzeuge raus. Der Bulldozer, der Bagger, der Zementmischer. Und wie nennt man das letzte Fahrzeug? Kipplaster. Ja, genau. Die kleinen Autos und das Hündchen spielen Verstecken. Das Hündchen macht die Augen zu und fängt an zu zählen. Die Autos suchen sich ein Versteck. Das grüne Auto will sich hinter dem Busch verstecken. Das rote Auto taucht ins Ballbecken. Das lilafarbene Auto hat noch immer kein Versteck gefunden. Hier ist schon jemand. Und im Ballbecken auch. Das lilafarbene Auto ist zur Baustelle gekommen. Hier zu spielen ist gefährlich. Bums! Das Auto ist in die Grube gefallen. Das Hündchen geht die Autos suchen. Hunde haben einen sehr guten Geruchssinn. Das Hündchen hat das grüne Auto auch schon gefunden. Und hier haben wir das rote Auto. Fehlt nur noch das lilafarbene Auto. Nimm seine Spur auf, Hündchen. Bei der Wippe ist es nicht. Das lila Auto ist auf der Baustelle. Jetzt wird das Fundament mit Zement aufgefüllt. Stopp, Zementmischer. Lass deine Mischtrommel wieder runter. Das kleine Auto schafft es nicht, rauszuklettern. Bulldozer, kannst du uns helfen? Oh je, das kleine Auto hat vor dem Bulldozer Angst. Vielleicht kann der Bagger dem Auto raushelfen? Nein, das Auto traut sich nicht, in die Schaufel zu klettern. Der Kranwagen fährt aus seiner Garage raus. Er will versuchen, das kleine Auto aus der Grube zu holen.
Bahnwagen, fahr deinen Arm aus. Und jetzt lass den Magnet runter. Prima, es hat geklappt. Kleines Auto, auf der Baustelle spielt man nicht Verstecken. Lasst uns auf den Spielplatz gehen. Die Helferautos fahren zurück zu ihren Garagen. Sie haben ihre Arbeit erledigt. Bis zum nächsten Mal, Helferautos! Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Das Hündchen spielt vor seiner Hundehütte mit einem Gummiknochen. Was hat der Kleine denn jetzt vor? Er gräbt ein Loch. Er versteckt seinen Schatz. Oh, was ist denn das gelbe Ding in der Erde? Graben wir es aus. Ein Rad und eine Stoßstange? Sind das Teile eines Autos? Das Hündchen kann das Auto nicht alleine ausgraben. Es braucht Hilfe. Die Helferautos fahren aus ihren Garagen raus. Der Bagger, der Kranwagen und der Abschleppwagen. Helferautos, heute müsst ihr dem kleinen Hündchen helfen, ein Auto auszugraben. Die Autos fahren dem Hündchen hinterher. Müsst ihr graben. Der Bagger hat seine Arbeit schnell erledigt. Er hat das Auto ausgegraben. Jetzt ist der Kranwagen an der Reihe. Er fährt seinen Arm aus, lässt den Haken runter und hebt das Auto aus der Grube. Wow! Das ist ein wunderschöner Oldtimer. Er muss allerdings repariert und restauriert werden. Der Abschleppwagen wird den Oldtimer in die Werkstatt bringen. Hast du noch etwas entdeckt? Ein Lenkrad. Ohne dem Lenkrad kann das Auto nicht fahren. Das Hündchen bringt das Lenkrad zur Werkstatt. Der Abschleppwagen ist schon in der Werkstatt angekommen. Hündchen, beeil dich! Der Oldtimer wird auf eine Plattform gestellt und hochgehoben. Das Hündchen schaut gespannt zu. Mit einer speziellen Bürste wird der Rost entfernt. Wir müssen die Stelle übermalen. Welche Farbe sollen wir nehmen? Lila. Wenn wir den Fleck übermalen, wird das Auto so gut wie neu. Sehr schön. Dem Auto fehlt eines der Vorderräder. Dieses Rad ist zu groß.
und das auch. Dieses Rad ist perfekt. Lasst uns eine Windschutzscheibe montieren. Und das Lenkrad, das das Hündchen gebracht hat. Fertig! Hündchen, möchtest du eine Runde drehen? Und los geht's! Der Oldtimer fährt die Straße entlang. Dem Hündchen scheint die Fahrt zu gefallen. Der Bagger hat die Grube, in der das Auto war, wieder aufgefüllt. Jetzt kann das Hündchen wieder mit seinem Gummiknochen spielen. Dankeschön, Helferautos. Sicher gibt's schon bald was Neues für euch zu tun. Die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern. Die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren uns sie rum, keine Zeit zum Schlummern. Sie helfen uns viel mit. Helferautos. Der Kipplaster hat große Bauklötze zum Spielplatz gebracht. Die Baustellenfahrzeuge werden eine neue Rutsche bauen. Oh, einer der Blöcke ist unter das Trampolin gerutscht. Da kommt der Krallenbagger. Er wird die Blöcke an ihren Platz setzen. Kätzchen, das ist ein rot-weißes Absperrband. Du solltest nicht einfach drüber springen. Hier ist es gefährlich. Auf dem Spielplatz arbeiten viele Fahrzeuge. Willst du hier wirklich spielen, während die Fahrzeuge bei der Arbeit sind? Oh je, das Kätzchen ist vom Trampolin gefallen und hat sich an seiner Pfote verletzt. Das tut weh. Das Kätzchen humpelt. Zum Glück hat das Hündchen das Kätzchen gehört. Das Hündchen geht vorsichtig unter dem Absperrband durch. Kätzchen, zeig uns mal deine Pfote. Sie ist geschwollen. Wir müssen Eis drauflegen. Der Eiswagen hat sicher Eis. Der Eiswagen ist zum Spielplatz gefahren. Hier ist Eis, kleines Kätzchen. Steck deine Pfote rein. Das Hündchen ist zur Garage der Helferautos gekommen. Welches Fahrzeug kann dem Kätzchen helfen? Aus der gelben Garage fährt ein Krankenwagen raus. Krankenwagen, wir müssen das Kätzchen ins Krankenhaus bringen. Schau mal, wie schnell der Krankenwagen fährt. Die anderen Fahrzeuge machen ihm Platz. Der Krankenwagen darf sogar bei Rot über die Ampel fahren. Hier ist der Patient. Kätzchen, spring auf die Bahre. Das geht nicht. Seine Pfote tut doch weh. Der Krallenbagger wird eine Rampe bauen. Die Bahre rollt runter. Prima. Das Kätzchen wird auf der Bahre in den Krankenwagen geschoben. So muss es nicht auf seine verletzte Pfote auftreten. Und wie kommt das Hündchen ins Krankenhaus? Na, mit dem Taxi.
Das Rote Kreuz zeigt uns, in welcher Richtung es zum Krankenhaus geht. Wir müssen nach links fahren. Dankeschön, Taxi. Oh, das Kätzchen darf schon wieder nach Hause. Es hat einen Verband bekommen. Gute Besserung, Kleines. Helferautos.